Hallo Leute, Bartlier, YouTube-Kanal Dunkelschild. Erstes Video im neuen Jahr 2022. Herzlich willkommen, hoffe, ihr habt allen guten Jahresstart gehabt. Neues Jahr, typischerweise gute Zeit für Vorsätze. Sollte man sich jetzt nicht darauf konzentrieren, das nur am Anfang vom Jahr zu machen, sondern gute Vorsätze sind immer gut. Aber bei mir natürlich auch. Ein kleiner Rückblick, was im Jahr passiert ist. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ein kleiner Ausblick, was noch kommen mag. Fangen wir damit mal an. Wildnispädagogik, Erlebnispädagogik. Die Abschlussprüfung musste leider verlegt werden. Die wäre vor Weihnachten gewesen. Jetzt ist März, April. Für mich ganz praktisch, weil meine Prüfung mit Kräutern zu tun hat. Da habe ich natürlich vor Weihnachten weniger in der Hand als jetzt dann März, April. Da werde ich definitiv was richtig Schönes zusammenkriegen. Auch eine richtig geile Location schon rausgesucht. Das wird klasse. Suchtkrankenhelfer ist durch. Bin jetzt auch bei uns in der Firma ernannt. Da fängt jetzt erstmal die ganzen Prozesse und alles an. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Aber jetzt das spannende Zeug. Was soll es 2022 kommen? Also ich möchte auf jeden Fall den Kanal weiterführen. Ich hoffe, dass ich noch ein, zwei Nebenprojekte machen kann. Das eine ist zum Beispiel im Bereich Fahrradfahren, Biken. Da plane ich ein paar Langstreckenrennen. Dann möchte ich definitiv eine kleine Serie machen über das Suchtthema und Widerstandsthema, also Resilienz, Widerstand gegen äußere Einflüsse und innere Zufriedenheit, weil das was ist, was eben auch im Survival-Bushcraft-Bereich, finde ich, viel zu kurz kommt, was aber unterm Strich eine extreme Lebensqualität gibt und eben einen auch in der Notsituation, ich sag mal, härter macht. Man verzweifelt nicht so leicht, man hat verschiedene Techniken, mit sich selbst klarzukommen, Ruhe zu finden. Klaren Kopf zu kriegen, das ist definitiv was, aufmerksam zu sein, was auch in dem Bereich sehr, sehr, sehr sinnvoll ist. Hat man bei Seven vs. Wild gesehen, das war ein Thema, mit dem die meisten Teilnehmer Probleme hatten. Nicht, wie baue ich ein Shelter, okay, es war kalt, wo finde ich was zu essen, haben die alles irgendwie hingekriegt. Aber dieses innere Aufmerksamkeit war das, was den meisten Leuten wirklich Probleme gemacht hat. Deshalb, da wird es definitiv was geben. Beschäftigen mit der inneren Wildnis, mit der äußeren Wildnis, also mit sich selbst und seiner Umgebung. Dann das Isomatten-Video ist relativ gut angekommen, das verlinke ich euch auch nochmal. Das heißt, in der Richtung wird es noch mehr geben, in die Richtung, was brauche ich für meine erste Nacht draußen, welche Arten Hängematten gibt es, Schlafsäcke, worauf muss ich bei einem Rucksack achten. Also wirklich Grundlagen, weil das was ist, was viele Leute, die jetzt wieder früher anfangen, rausgehen in die Natur, einfach Fragen sind, die aufkommen. Klar, dazu gibt es schon 100.000 Videos. Was macht mein Video denn besser als die anderen? Ganz ehrlich, vermutlich wenig, außer noch mal eine andere Blickweise auf die Thematik. Mittagspausen-Talks will ich wieder ein paar machen und ich plane tatsächlich ein Pensum von Pi mal Daumen 50 Videos fürs Jahr an. Vielleicht mehr, vielleicht weniger, müssen wir mal schauen. Weiterhin freue ich mich auf zwei Zusammenarbeiten. Das eine ist mit Bushcraft-Team Franken. Die haben jetzt regelmäßig Treffen. Da war ich beim letzten schon dabei, war im Januar. Da waren dann schon zwei Leute, die haben Videos gemacht. Da habe ich mir gesagt, nee, also ihr habt ja alles schon drauf, warum soll ich noch groß was machen? Werde ich ändern. Da werde ich auch aus meiner Sicht noch ein bisschen was filmen, weil ich natürlich dort auch wieder ein bisschen was beibringen will. Ein zweites ist mit einem Veranstalter für Erlebnis, Outdoor, Abenteuer, Survival Events. Die bieten Events an, auch im taktischen Bereich von halben Tag bis 7 Tage. In Vorbereitung auf eins von den Events, auf dem ich auf jeden Fall teilnehmen will, werde ich auch ein, zwei kleine Kurse geben, Grundlagen. Und werde auch die Events auf jeden Fall begleiten und auch im Voraus schon mal, hoffe ich, mit den Jungs zusammen ein paar Videos drehen können. Was braucht ihr für die Events? Wie komme ich am besten durch? Das ist so ein Plan, das sind zwei Zusammenarbeiten, die ich dieses Jahr noch geplant habe. Ich hoffe, die werden was und ich hoffe, die werden auch gut. Und ansonsten dürft ihr mich einfach weiter begleiten auf dem Leben. Wie gesagt, es gibt eine ganze Menge. Es gibt einiges, was jetzt geplant ist für 2022. Da unten ist so ein roter Knopf, da ist, glaube ich, eine Glocke drauf. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn was Neues oben ist. Wenn es euch interessiert, klickt da drauf. Ich habe festgestellt, ich werde von ungefähr 0,5% Abonnenten gesehen. Der Rest sind alles Leute, die entweder nicht bei YouTube angemeldet sind oder nicht abonniert haben. Ich würde mich darüber freuen. Noch mehr freue ich mich darüber, wenn ihr Kommentare da lasst.
wenn ihr euch die Videos bis zum Ende anguckt. Jo. Soweit, bis zum nächsten Mal.